Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo, und zwar aus meiner neuen Twitch-Zentrale. Das heißt neue Twitch-Zentrale. Ich habe das Ganze mal, ich habe die letzten Tage bei Twitch immer mal wieder ja gestreamt. Wenn der ein oder andere mitbekommen hat, der zumindest dabei war. Vielen Dank an die Leute, die schon dabei waren. Und ich werde ab morgen die Norddeich, ne, also unseren Guten Morgen-Stream, nächste Woche ist ja wieder, oder ab morgen ist ja wieder Guten Morgen-Stream, das heißt von 9 Uhr bis um 11 täglich nicht, aber Montag auf jeden Fall. Und das werde ich von Twitch aus machen, aus eben dieser Zentrale hier, so wie sie jetzt hier vor euch steht. Oh, ich bin ein bisschen nieder, fällt mir auf. Oder meine Kamera ist zu hoch. So, oh, noch nicht ganz optimal mit dem Licht. Sekunde. Egal, muss ich noch einstellen. Licht also noch nicht ganz optimal. Merken wir uns. Auf jeden Fall aus der neuen Twitch-Zentrale. Und das Ganze soll dann quasi täglich von hier aus kommen und euch bringen. Ihr seht, das ganze Overlay ist neu. Die Ausrichtung ist neu. Ist vielleicht noch nicht optimal. Könnte man an einer oder anderen Stelle vielleicht noch verbessern. Werde ich dann in Zukunft mal machen. Es gibt neue Follower-Anzeigen, neue Donations-Anzeigen. Es ist eigentlich komplett alles neu. Ihr seht auch, nein, da seht ihr es, Stream-Avatar ist verfügbar. Gibt es dann bei Twitch in der Beschreibung als Panel. Da könnt ihr das Ganze auswählen. Mit der Tonlautstärke des Spiels bzw. Desktop-Aufnahme und Mikrofonaufnahme muss ich noch ein bisschen hantieren. Ich denke mal, das ist noch nicht optimal, die Lautstärke. Aber ich glaube, ich kriege es auch gar nicht so viel lauter. Ich muss vielleicht eher das Spiel leiser machen. Mal gucken. Auf jeden Fall, unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch Twitch. Ob ich das jetzt hier auf dem Bildschirm schreibe oder nicht, ist, glaube ich, relativ egal. Ich mache es trotzdem mal. Ich schreibe es mal hier rein auf den Bildschirm, wie der Twitch-Kanal heißt. Und dann könnt ihr alle dort raufgehen. Ihr könnt auch auf meinen Kanal gehen hier bei YouTube. Und oben ist dann ein Button, wo drauf steht Twitch. Da könnt ihr gerne raufgehen. Ansonsten, wie gesagt, da unten in der Videobeschreibung. Da kommt ihr auf Twitch, auf Discord wird das Ganze auch gepostet, also wenn ihr auf Discord seid, dort kriegt ihr auf jeden Fall auch den Link zu Twitch, und dort wird es ab morgen dann den ersten Testversuch geben, natürlich hier von der Norddeich, ist ja klar, da bin ich ja gerade hier schon drauf, von hier wird es dann den ersten Test geben, mal zum Testen, wie das ganze Programm läuft, funktioniert und arbeitet, mal gespannt, wie es arbeitet, und ja, das war eigentlich schon alles, was ich euch sagen wollte. Achso, es gibt noch die tolle Pauseneinblendung, die ich mir nicht vorenthalten möchte. Ja, das Ganze gibt es natürlich dann. Ich hoffe, im Stream brauchen wir nicht die Pause. Aber ist auf jeden Fall auch möglich. Ihr seht auch da oben die Follower. Da werden angezeigt. Durch einen glücklichen Zufall hat Foxy so gefollowt, dass das gerade schon reinging in die neue Anzeige. Und von daher, kommt morgen früh ab 9 Uhr auf Twitch. Schaut euch dort das Ganze an. Wie gesagt, die Links sind alle verlinkt. Und neue Anzeigen gibt es auch. Wenn jemand abonniert, wenn jemand folgt, wenn jemand Bits spendet, egal, whatever, was er auch macht. Es ist mit drin. Sound Alerts sind vorhanden. Wie gesagt, da sind sie. Die kleinen Freunde, Stream-Avatar, wer es kennt, wer es nicht kennt, einfach mal reingucken und unten in die Videobeschreibung schauen. Und mir bleibt dann eigentlich gar nichts anderes zu sagen, als euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen zu wünschen. Und ich hoffe, ich sehe euch morgen früh alle, so ist es richtig, im Twitch-Stream auf dem Kanal, und ich freue mich auf euch. Bis morgen.